Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Gerd Hecker. Ich bin Geschäftsführer der Steinbeis & Hecker Vermögensverwaltung. Im heutigen Video möchte ich Ihnen etwas über unsere Anlagestrategien und Kernkompetenzen erzählen. Auf dieser Folie sehen Sie die klassischen Strategien, die wir für unsere Mandanten verwalten. Einerseits sind es vermögensverwaltende Mandate, die sich vorwiegend im Aktien- und Rentenbereich bewegen. In der zweiten Spalte sehen Sie Aktienstrategien globaler Art sowie auf Dividendenbasis und Aktienstrategien für kleinere und mittlere Unternehmen. Auf der rechten Seite sehen Sie unsere Sonderstrategien, wo wir unsere Kernkompetenzen nochmal entsprechend speziell herausgearbeitet haben. Und diese Sonderstrategien machen wir unseren Mandanten zugänglich. Eine davon möchte ich Ihnen nun genauer erklären, das ist die Immobilienstrategie. Im Bereich der Immobilieninvestitionen agieren wir mit liquiden Immobilienanlagen, das heißt, wir investieren vorwiegend in Immobilienaktien und REITs. Im Bereich der liquiden Immobilienanlagen agieren wir mit Aktiengesellschaften und REITs, wie ich schon gesagt hatte. Die haben einen ganz entscheidenden Vorteil. Wir können ein Immobilienvermögen durch die Kursschwankungen an der Börse deutlich unter dem wirklichen inneren Wert erwerben und bei einer Erholung der Marktpreise entsprechend wieder zum normalen Preis veräußern. Ab und zu kommt es sogar zu Übertreibungen, sodass wir entsprechendes Immobilienvermögen sogar über dem wirklichen inneren Wert veräußern können. Das ist bei der Direktanlage nur schwer möglich, da den Marktteilnehmern die Preise sehr, sehr transparent sind. Forstbesitz ist immer wieder ein Teil unserer Portfolien. Es gibt Gesellschaften, die ausgezeichnete Waldreservoirs besitzen und Dividenden in Höhe von 3 bis 5% ausschütten. Mit Agrarlandinvestitionen ergänzen wir die Sachwertpalette in unseren Portfolien. Hier gibt es Firmen, die große Ländereien besitzen und diese entsprechend an Landwirte verpachten. Edelmetalle dienen uns einerseits als Währungsersatz und andererseits zum Schutz vor negativen Realzinsen. Nachhaltigkeitsinvestments können wir auch auf Wunsch für den Kunden wunderbar über verschiedene Aktiengesellschaften abbilden. Die Anleihenrenditen befinden sich auf einem historisch niedrigen Niveau. Das verführt viele Marktteilnehmer, hohe Risiken im Anleihenbereich einzugehen, um noch höhere Zinsen zu generieren. Anleihen zweifelhafter Bonität werden nicht selten in die Portfolien genommen. Wir agieren auf der Anleihenseite ganz anders. Wir kaufen derzeit nur Anleihen erstklassiger Bonität, da die Risiken im Anleihenbereich aus unserer Sicht nicht ausreichend bezahlt werden. Wir setzen auf strukturelle Wachstumstrends. Einen dieser Trends habe ich Ihnen hier hinten auf der Folie einmal dargestellt. Es handelt sich um die Aquakultur oder Fischzucht. Die steigende Weltbevölkerung sorgt für steigende Nachfrage nach Fisch. Diese Nachfrage wurde bis dato durch den kommerziellen Fischfang gedeckt. Das hat sich geändert. Durch die Überfischung der Weltmeere stagniert der kommerzielle Fischfang, wie Sie das an der orangefarbenen Fläche sehen. In Zukunft kann das Wachstum nur noch durch die Aquakultur der Fischzucht gedeckt werden. Es ist einer der stärkst wachsendsten Segmente im gesamten Nahrungsmittelbereich. Das Risikomanagement ist natürlich essentieller Bestandteil all unserer Anlagestrategien. Sie werden beispielsweise selten Klumpenrisiken in unseren Portfolien finden. Gerade institutionelle Anleger machen uns gewisse Vorgaben in puncto Risikobudgets, die wir natürlich entsprechend einhalten. Bei der Investition in kleinere und mittlere Unternehmen, den sogenannten Small Caps, haben wir eine Kernkompetenz im Haus. Mit unserem international ausgezeichneten Portfolio-Manager Nils Bartram besitzen wir jemanden, der die Unterbewertungen in dieser Marktnische sich zunutze machen kann. Unser Anlagestil ist wertorientiert und fundamental geprägt. Das heißt, bevor wir uns in einem Wertpapier engagieren,
machen wir eine entsprechende Fundamentalanalyse, um uns von dem Chance-Risikoprofil der entsprechenden Anlage zu überzeugen. Sollten Ihnen die Anlagestrategien und Kernkompetenzen unseres Hauses zusagen und Sie möchten noch etwas mehr dazu wissen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen.